Zusehens. Die Arena war zu groß und die nächste Station Jena, das Ernst-Abbe-Sportfeld. Die Zeiss-Linse am historischen Uhrenturm, das Wahrzeichen des Stadions. Fast 4 Jahre war sie verschwunden. Der neue Eigentümer, ein Immobilienunternehmen, ließ sie durch sein eigenes Logo ersetzen. Doch Mannschaftsleiter Uwe Dern hat das Symbol vor der Verschrottung gerettet. Beim näheren Betrachten schwangen sich 2 Bergsteiger an ihren Seilen zum Turm hoch und versuchten, die Linse zu demontieren, was für viele überraschend kam. Wir beobachten das noch 1-2 Stunden und im Blitz lag die Linse unten auf dem Fußboden vor dem Turm und sollte weggeschafft werden. Seit 2 Wochen ist die Linse zurück. Unter ihr hat der FC große Spiele abgeliefert. 1981 zog der Club gegen Benfica Lissabon ins Europacup-Finale ein. 1980 die wohl legendärste Begegnung. Nach einem 0-3 im Hinspiel schießen die Jenaer daheim den AS Rom in Grund und Boden. Gewinnen 4-0. Das Spiel ist aus! Der FC Carl Zeiss Jena hat ein Spiel gezeigt, wie es wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Udo Gräfe ist ein Club-Urgestein und Vereinschronist. Seit 50 Jahren ist er mit dem Carl Zeiss-Virus infiziert. Mit Wehmut erinnert er sich an erfolgreichere Tage. Damals hatten wir in Jena in der Oberliga, in der höchsten Spielklasse gespielt. Jetzt spielen wir in der Regionalliga, 4. Spielklasse. Und mit 2, 3, wenn es mal hochkommt, 4.000, 5.000 Zuschauern, ist eben das etwas spärlich besetzt. Carl Zeiss Jena dominierte lange den DDR-Fußball und führte die ewige Tabelle der DDR-Oberliga an. Trainerlegenden wie Hans Meyer feierten im Abbe-Sportfeld rauschende Fußballfeste. Heute ist das Stadion selbst für die 4. Liga ungeeignet. Zu unmodern, zu wenig Komfort. Deshalb soll das Sportfeld modernisiert werden. Traditionalisten würden die 75 Meter hohen Flutlichtmasten, die höchsten in Europa, gerne erhalten. Doch solche Masten sind untypisch für moderne Stadien. Ein Entwurf sieht den Erhalt zumindest eines Mastes vor. Die Flutlichtmasten wurden 1973 angeliefert und dann wurden diese Masten durch einen großen oder riesigen Kran aufgerichtet. Seitdem gab es dann die berüchtigte in Gänsefüßchen Flutlichtatmosphäre im Jenaer Stadion. Wie das Stadion einmal aussehen soll, ist noch unklar. Für 2014 sind Fördermittel in Höhe von 26 Millionen Euro in Aussicht gestellt.